das langsam nicht mehr, weil sonst. Oh, du bist Kaffee. Du bist Cafeteria, ich hab dich gesehen. Die Tür ist aufgegangen, ich hab dich gesehen. So Leute, wir zocken heute mal Among Us als Battle Royale Modus. Das heißt, es kann wirklich jeder hier in dieser Runde killen. Wir sehen schon, Pat, töte jeden und sei der Letzte, der lebt oder überlebt. Ja, Leute, ich würde sagen, wenn ihr diese Mod feiert, dass wirklich jeder in dieser Runde Imposter ist, dann lasst doch gerne mal an dieser Stelle einen Like da. Oh mein Gott, Kerbo war da. Wirklich jeder kann jeden killen und das ist eine mega verrückte Mod. Und ja, hat auch ein bisschen was an Arbeit gekostet, dass das hier so funktioniert. Deswegen würde mich der Like und Abo heute richtig freuen. Eskaliert mal richtig, lasst so, vielleicht, Leute, schaffen wir die 5 Likes auf dieses Video. Wäre mega, mega nice, wenn wir die 5 Likes knacken. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich hier den einen oder anderen killen kann. Ich hätte eigentlich auch mein Haustier wegpacken sollen. Oh, es leben nur noch 6 von 9 Leuten, ihr seht es gerade. Oh mein Gott. Oh, ich hab einen geholt. Ich geh schnell weg. Ich weiß nicht, wen ich geholt habe. Meine Taktik ist es hier natürlich so, wie ein Verrückter zu klicken. Und ja, wie gesagt, jeder kann killen. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Sowas habe ich auf YouTube auch noch nicht gesehen. Also ein Battle Royale Modus in Among Us. Mega verrückte Sache. Und ja, wenn ihr auf weitere solche Videos stehen solltet, Leute, dann könnt ihr gerne auch ein Abo da lassen, weil dann sehe ich natürlich, dass ihr solche Videos weiterhin sehen möchtet. Ich mache regelmäßig solche Videos. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ich bin neu oder so. Und ich will gar nicht in dieses Gebäude reingehen. Es leben insgesamt noch 4 von 9 Leuten. Also es sind jetzt nicht so lange Runden. Ich glaube, da am Ende wird sich das ein bisschen ziehen. Ich glaube, das Ende könnte sich echt ein bisschen ziehen. Meine Taktik ist es auch gerade einfach, die Leertaste zu spammen. Plus ich spamme den Kill-Knopf. Ich laufe hier gerade einfach nur die ganze Zeit ein bisschen lost herum, weil ich wirklich Angst habe zu sterben. Ich will auf keinen Fall sterben. Ich will auf keinen Fall sterben. Oh, also Kill-Distanz ist übrigens short eingestellt. Alle 20 Sekunden kann man killen. Und ihr seht ja, die Sichtweite ist nicht groß eingestellt. Es ist krank. Man hat so einen kleinen Nervenkitzel hier dabei, finde ich. Die Türen sind auch auf dieser Map überall offen. Oh, hier ist gerade keiner. So, man kann auch keine Leiche reporten, also wenn ich an einer Leiche vorbeilaufe, oh, dann wird dieser Report-Button gar nicht aufploppen. Das kann ich euch theoretisch gleich mal demonstrieren. Warte mal, hier habe ich, glaube ich, ihn gekillt, ne? Ihr seht, hier ist kein Knopf oder so zum Reporten, obwohl ich ja jemanden gekillt habe. Oh, ist hier jemand am Campen? Nein, hier ist keiner am Campen. Hier könnte natürlich auch jemand am Campen sein. Es leben aber noch 4 von 9 Leuten. 4 von 9 Leuten leben noch insgesamt. Einen Kill habe ich gemacht. Also bin ich jetzt hier... Leute, hier ist glaube ich, Beats gestorben. Alter, krass. Okay, Beats ist ja auch gestorben. Das ist halt auch ganz cool gemacht, finde ich, dass man die ganze Zeit sieht, wie viele Leute insgesamt noch leben. Die sind wahrscheinlich auch irgendwo am Campen. Und mein Finger, der fliegt gleich gefühlt schon ab, weil ich einfach wie ein Verrückter die ganze Zeit klicke, weil ja jeden Moment jemand kommen könnte. Und ich natürlich, ja, eingestellt darauf sein muss, dass ich ihn dann sofort kille. Leute, da ist Kerbo! Kerbo habe ich, easy. Kerbo, den zweiten Kill haben wir uns auch besorgen können. Mega nice. So, Kerbo, wir werden auch noch eine Runde machen auf anderen Maps. Vielleicht ist es da auch ein bisschen einfacher, andere Spieler zu finden. Jetzt leben noch insgesamt 3 von 9. Okay, hier ist keiner. Geh mal ins Labor, würde ich sagen. Ich kann mir nämlich irgendwie gut vorstellen, dass ich im Labor noch einen finde. Hier ist auch jemand gestorben. Alter, ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn ich sterbe. Ob das dann, ob ich als Geist noch unterwegs bin? Ich weiß es nicht genau. Aber es ist schon ein ganz lustiger Modus, finde ich. Also so eine geile Mod. Ihr habt auch gestern übrigens mega, mega viel Support dagelassen auf das Video. Also ich weiß jetzt nicht, wann das Video online kommt. Aber damit meine ich das Doktor-Video, wo ich als Doktor gespielt habe. Und da haben ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, ah, Pat, ich hätte mich gefreut, wenn du noch andere Leute wirklich geheilt hättest. Und wenn ihr wollt, Leute, dass ich auch mal so ein Video mache, wo ich wirklich andere Spieler heile, also Leichen quasi wiederbelebe, wenn die auf dem Boden liegen, dass ich die wieder heilen kann, dann lasst einfach mal einen fetten Daumen nach oben da, dann sehe ich das und dann werde ich auch noch so ein Video machen. Und es liebt noch eine einzige andere Person. Alter Schwede, jetzt geht's in die heiße Phase. Ich weiß gar nicht, wer genau lebt und ich weiß auch nicht, wo diese Person ist, aber die Map ist groß. Und ich würde fast sogar sagen, wenn ich sie jetzt gleich nicht finden sollte, dann werde ich mal zusehen, dass wir uns irgendwie an einer bestimmten Stelle treffen oder in der Mitte treffen. Leute, auf jeden Fall bin ich einer der Letzten. So viel steht fest. Ich bin einer der Letzten. Es ist jetzt natürlich auch ein bisschen Glückssache, ob wir auf den allerletzten treffen. Aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir den allerersten Victory
Royal oder Royal oder ne, auf jeden Fall den ersten Sieg holen. Und hier ist, glaube ich, die Leiche, die gerade gestorben ist, weil die war hier noch nicht. Die ist auf jeden Fall frisch, die Leiche. Also Among Us mit 9 anderen Impostern, eigentlich mega verrückt die Idee, oder? Also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Wo könnte die andere Person wohl stecken? Also ich habe ihnen jetzt gesagt, dass wir in der Mitte ungefähr uns treffen sollen und ich bin gespannt. Oh Gott. Ja! Oh, lol, ich hab ihn! Ich hab ihn, ich hab erste Runde gewonnen. Ich hab ihn, Lauri! Hä, aber eigentlich sollte jetzt dieser Windscreen kommen, das wundert mich gerade. Ja, ne? Ich frage mich auch, was jetzt das letzte Überleben. So. Ja, jetzt diskutiert man jetzt eine Runde. Ah, lol. Ja, also, wer hat ihn gekillt? Ich wer von euch? Wen votet Pat jetzt? Gute Pat Frage, ne? Ja, Pat ist das, glaube ich, oder? Ich hab gewotet. Jungs, votet mal. Alter, votet doch. Ich vote mal für dich. Und, was passiert jetzt? Es passiert gar nichts. No one was the Jack. Hey, jetzt müsste ich doch eigentlich sofort gewonnen haben, oder? Und? Lol, einfach Blackscreen, beste Leben. Geil, Mann! Man kann nicht mehr Escape drücken. Also eigentlich sollte so ein Winning-Bildschirm bei dem Gewinner erscheinen, aber irgendwie, das war's. Eine Ewigkeit später. So Leute, nächste Runde und wir sind jetzt nur noch zu siebt. Das verstehe ich zwar auch nicht, aber okay. Und wir sind jetzt mal auf der Map Skeld unterwegs. Das heißt, wir haben nochmal eine ganz andere Umgebung und ich denke, das ist ganz spannend. Also Battle Royale auf dieser Map, das ist... Ach Gott, ich klicke schon wie ein Verrückter. Ich werde mich erstmal hier ein bisschen zurückhalten und hoffe mal, dass mir vielleicht jemand sogar in die Arme rennt. Alter Schwede, was wird das jetzt hier für eine Runde? Einer ist gestorben, sehe ich gerade oben links. Eigentlich müsste man diesen Modus spielen, aber noch mit voll vielen anderen Spielern. So mit 100 Leuten oder sowas. Das Problem ist allerdings, dass man nur 10 Leute in eine Lobby reinbekommt. Und das ist natürlich ein bisschen wenig. Beziehungsweise sind wir jetzt zu siebt. Mehr konnten wir leider nicht auftreiben. Aber so ist das jetzt nun mal. Okay, also ich habe schon fast Angst, muss ich sagen, einen Gang entlang zu laufen. Ich laufe jetzt hier einfach mal entlang. Oh, Alex, habe ich geholt. So, jetzt muss ich mich am besten irgendwo verziehen. Irgendwo muss ich mich hier verziehen. Alter, ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. So 3 von 7 leben insgesamt nur noch. Wir haben übrigens jetzt eine Sache ausgemacht. Wenn jetzt noch ein Spieler lebt, dann kann ich mich mit dem letzten Spieler unterhalten. So, jetzt kann ich wieder killen. Das heißt, ich laufe jetzt hier mal ein bisschen aktiver wieder herum und gucke mal, ob ich hier vielleicht jetzt den einen oder anderen holen kann. Man kann übrigens nicht wenden! Man kann nicht wenden! Oh Gott, Beats. Jetzt habe ich Angst. Oh Gott, ich verstecke mich hier oben links. Einfach in der Ecke. Ich muss meine Kill-Cooldown abwarten. Oh nein, nicht, dass einer kommt. Ich hab Angst. Ich will nicht, dass einer kommt. Bitte nicht. Oh, wenn jetzt einer kommt, der holt mich safe. So, jetzt entmute ich mich mal ganz kurz. Wer ist der Letzte hier? Ich. Okay, Leon, wo bist du? Cafeteria? Ja. Als ob du Cafeteria bist. Nee, im Leben. Ja, du bist nicht Cafeteria. Ja, doch, natürlich. Du bist Cafeteria. Ja, okay, dann komm ich auch Cafeteria, okay? Dann machen wir so ein Endbattle in Cafeteria. Naja, direkt drauf dann, ne? Ja, also wenn man sich gegenseitig sieht, kann man sofort drauf, okay? Ja, sicher. Bist du wirklich Cafeteria? Ja, sicher, komm doch mal. Ich glaube, der schwätzt. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du Cafeteria... Obwohl, jetzt könntest du Cafeteria sein, weil du denkst, ich bin Cafeteria, aber eigentlich bin ich gar nicht Cafeteria. Ach, Junge. Oh! Und yes, Victory Royal! Bam! Alter, was war das? So, Leute, und jetzt zocken wir auch noch mal die letzte Map. Ihr seht es... Kill everyone and be the last man standing. Okay, also 11 Sekunden Cooldown haben wir. Die Leute wissen nämlich nicht, das ist ganz lustig, dass man theoretisch auch die Leertaste drücken kann. Oh mein Gott, da war schon der Beats. Ich gehe mal ganz kurz hier in irgendeine Ecke, in der Hoffnung, dass hier nicht schon jemand ist. Das wäre natürlich super doof. Oh Gott, ich will jetzt nicht, dass der Beats kommt. Das wäre super ärgerlich, wenn wir uns jetzt hier battlen müssen. Der denkt sich wahrscheinlich gerade auch das Gleiche, dass ich wahrscheinlich... Oh mein Gott, da ist er weg, der Freedance. Ich spam hier auch noch meine Leertaste und, oh Gott, hoffentlich ist der Beats nicht gleich da, ich habe noch eine Killdown, Kill-Cooldown, so, Beats ist hier aber nicht, anscheinend ist der Beats hier nicht, gehen wir mal hoch und ist er auch nicht in der Ecke, er ist tatsächlich auch nicht in der Ecke, einer lebt noch, okay, krass, ich bin gerade in der Cafeteria, oh, da ist Beats am Liegen, oh mein Gott, da ist Beats, ich habe mich gerade gewundert, weil er war doch bei mir in der Nähe, okay, bin mal gespannt, bist du auch Cafeteria? Wer weiß, der Preis ist heiß.
Ich bin gespannt. Oh, hast du viele Kills gemacht? Natürlich. Wie viel hast du gemacht? Zwei. Kerbo zwei. Und Laurin. Okay, ich hab einen gekillt. Freedit war das. Der kam in die Tür und das war's dann auch schon. Wo bist du jetzt mal wirklich? Ich find dich nicht. Du schwitzt. Du bist nicht Cafeteria. Doch, du bist nicht Cafeteria. Doch. Wenn du Cafeteria wärst, dann hätte ich dich gesehen. Ja, vielleicht auch ein bisschen Abkürzung gelaufen. Wer weiß. Also ich glaube das langsam nicht mehr, weil Sonnen. Oh doch, du bist Cafeteria, ich hab dich gesehen. Die Tür ist aufgegangen, ich hab dich gesehen. Wo bist du? Hä, die Tür ist doch auf. Hä? Willst du dich veräppeln? Ich hab doch gedrückt, ey! Was? Er hat einfach gewonnen. Hä, Beats, wo bist du denn hingelaufen, als wir uns gesehen haben? Nach unten einfach nur und Freedit kam mir dann entgegen. Krass, ja, und ich hab Freedit geholt. Na gut, Leute, in dem Sinne würde ich sagen, das wär's gewesen. Wenn's euch gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und ciao!